Hannelore Marschall, die Tochter des Gründers der Augsburger Puppenkiste. Eine Tänzerin hat sich am Fuß verletzt. Mit etwas Farbe hilft sie der Patientin wieder auf die Beine. Die Lindenallee von Thekla Berg. Vor etwa 150 Jahren hat sie der Vater von Ludwig Ganghofer gepflanzt. Linden können sehr alt werden. Sie wachsen langsam und haben ein weiches Holz. Ideal zum Schnitzen. Das Museum. Früher Dachboden und Requisitenlager. Ein Foto erinnert noch daran. Heute steht dort die Werkbank aus den 50er Jahren. Der Vater von Hannelore Marschall, Walter Oehmichen, hat noch daran gearbeitet. Zusammen mit seiner Frau, die die Kostüme schneiderte. Der Puppenschrein, das war einfach das Haustheater, und an dem mein Vater natürlich sehr hing, weil er es mit viel Liebe aufgebaut hatte. Aber das war es leider, im Stadttheater stand während dem starken Angriff auf Augsburg, weil wir da gespielt haben. Und da hat er in den Trümmern dann nach dem Angriff gesucht und gesucht und hat eben diese Rosette als einziges Beweisstück irgendwo gefunden. Die Figuren hat er Gott sei Dank mit nach Hause genommen nach dem Spiel. Und dadurch waren die Figuren erhalten geblieben. Meinen ersten Kopf habe ich heimlich geschnitzt, weil mein Vater es mir noch nicht erlaubt hat, das Schnitzmesser, die ja sehr scharf sind, in die Hand zu nehmen. Und habe natürlich die Maserung verkehrt genommen, und es ist ein Versuch. Also, das ist mein erster Kasperl, den habe ich 1944 gemacht, also mit 13 Jahren. Und habe ich mit meiner Schwester und einer Freundin zusammen haben wir unser erstes Stück gemacht, das war Prinzessin auf der Erbse. Mein Vater hat uns dann ein kleines Theater dazu gebaut. Und dann haben wir eben in der Schule gespielt, im Krankenhaus gespielt und so unsere ersten Theatererlebnisse gehabt.